Man tut sich schon schwer in der Politik mit dem Internet, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde das Internet sehr spannend, diese ungeahnten Möglichkeiten. Und mir geht es eigentlich immer nur um die Frage, wie kann man eine Abwägung treffen zwischen dem Nutzen und dem Bedürfnis der Menschen, vielleicht ihre Persönlichkeit nicht komplett auf den Präsentierteller der Welt zu stellen. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, Ihr Abstimmungsverhalten, Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, waren Sie immer dafür. Sagen Sie quasi, Google und Facebook dürfen nicht spionieren, aber wir als Staat dürfen das? Also ich würde mir andersrum sagen, wenn das, was Google und Facebook an Daten speichert, der Staat speichern würde, dann wird wahrscheinlich bei uns in Deutschland der Volksaufstand ausbrechen. Und im Gegensatz dazu habe ich bei dem Staat die Kontrolle letztendlich, wer was wie lange speichert. Und das ist gesetzlich alles festgelegt. Bei den privaten Firmen habe ich hier gar nichts. In keinem anderen Land gibt es so Schwierigkeiten mit Google Street View. Wie erklären Sie sich das? Ich kann mir das eigentlich hauptsächlich durch die Geschichte von Deutschland erklären. Wir haben halt durch zwei totalitäre Regime auch vielleicht ein besonderes Verhältnis zu Überwachung generell. Das wirkt sich natürlich auch gegenüber dem Staat aus, aber es wirkt sich auch gegenüber Firmen auf, die ja mittlerweile teilweise Monopolstellungen haben. Wenn wir über den Staat sprechen und auch über unsere deutsche Geschichte, dann ist ja gerade die Gefahr vom Staat ausgegangen. Ja, das ist richtig, aber das heißt nur lange nicht, dass deshalb von privaten Firmen nicht auch die Daten als eine Ware gehandelt wird und es nicht kostenlos ist, wie manche meinen, sondern es geht um unsere Daten und die wollen sie. Sie lieben die Technik. Ja. Sie lieben die Technik. Genau. Aber Sie haben vielleicht gar nicht mehr so die Zeit dazu, selber zu googeln. Wird Ihnen das Internet jeden Tag ausgedruckt oder wie informieren Sie sich? Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin jeden Tag mehrfach im Netz, um einfach auch das zu überprüfen, was im Netz teilweise auch über mich steht natürlich. Und dazu nutze ich alles Mögliche. Aber ich weiß auch, wie man das bedient. Vielen Dank.